Grüß Gott. Grüß Gott. Sie haben uns aber ein schönes Möbel mitgebracht. Ja. Können Sie schon direkt was dazu erzählen? Ja, wir haben noch ein Pärchen, also wir haben ein Pärchen. Der zweite davon ist mit Helmbezug, der steht bei uns im Wohnzimmer. Und es war der Lieblingsplatz meines Mannes. Der saß da im Schneidersitz drin und hat Musik gehört. Und ja, hat relaxed im Relaxer. Im Relaxer. Genau. Ja, jetzt ist es das Lieblingsstück meiner Enkelin, die ist 14 Monate und ist total begeistert. Und seit wann haben Sie das in Ihrer Familie? Die wurden 74 gekauft. 74 wurden gekauft? Ja. Okay. Ja, das soll eigentlich ein Schaukelstuhl sein, aber halt nicht dieser herkömmliche Schaukelstuhl, wie wir ihn kennen, sondern wir haben hier mehr so auf dem Boden liegend eine Bodenschaukel. Ja. Wir haben hier aus zwei sichelförmigen Kufen. Schaut aus wie eine Banane eigentlich, oder? Ja, auch wie eine Banane. Oder wie genau. Verbunden dann mit diesem Lattenrost, wie man es eigentlich auch vom Bett her kennt. Das Holz ist Buche. Mhm. Und die Auflösung, von wem das ist, steht auch darunter. Mhm. Wir haben nämlich da vorne ein Etikett, einen Aufkleber. Da steht Rosenthal. Ja. Und das mag jetzt vielleicht so ein bisschen verwundern. Ja. Wir dachten auch, Rosenthal macht nur Porzellan. Richtig, ja, genau. Aber dem ist eben nicht so, sondern Rosenthal hat alles Mögliche gemacht. Also Rosenthal hat zwar angefangen als Porzellanfirma, aber die haben dann auch Glas gemacht, die haben Besteck gemacht und die haben Anfang der 70er Jahre Möbel gemacht. Sozusagen wirklich die komplette Einrichtung. Und was sie gemacht haben, sie haben sich gute Leute geholt, bekannte Leute geholt. Und in dem Fall weiß man ja auch, wer diesen Stuhl gemacht hat. Genau. Was ich bei Rosenthal wirklich super fand, wie du schon sagtest, sie haben 1972 eine Möbelfirma gekauft und haben dann Möbel produziert. Aber sie haben das wirklich dann auch wieder so nach ihren Richtlinien gemacht, dass es modern und spannend ist, so wie sie auch für viele Porzellane oder für Objekte auch immer Künstler dazu geholt haben. Und hier haben sie einen Mann dazu geholt, das ist eigentlich eine Ikone des Designs, den Werner Panton. Ja? Und ich finde es beeindruckend, dass Werner Panton diesen Stuhl entworfen hat, diese Bodenschaukel, weil normalerweise ist er wirklich bekannt dafür, der hat das Pop-Design oder die Pop-Art ins Design gebracht. Mit seinen Kunststoffmöbeln, mit seinen Raumskulpturen, die er geschaffen hat. Mhm. Und er war eigentlich auch kein Freund der Naturmaterialien. Er hat nicht unbedingt. Ja, nicht unbedingt, aber genau, er hat schon diesen Holzstuhl gemacht, ja. Bei Tonet, ja. Ein Freischwinger. Aber ich sag dir, der hat den nur gemacht, damit er danach seinen Kunststofffreischwinger bauen konnte. Er hat auch später noch für IKEA. Und der hat für IKEA auch noch einen Holzschuh, aber der ist so bunt, da erkennt man das Holz kaum. Genau. Nee, aber was man vielleicht noch dazu sagen soll, auch wenn es eher untypisch ist für Panton, was schon typisch ist für Panton, was am Anfang angesprochen wurde, ist, dass es so bodennah ist. Mhm. Panton war derjenige, der sozusagen das Sitzen auf dem Boden propagiert hat, der so Sitzhöhlen gemacht hat, Sitzelemente, Sitzmöbel, der sozusagen auch quasi den Teppichboden nicht eingeführt hat, aber den Teppichboden auch an die Decke gemacht hat, so im ganzen Wohnen, das Wohnen auf den Boden verlagert hat. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Auch auf jeden Fall. Ja. Natürlich auch gerne mal ausprobieren, wie man so in so einem Sessel sitzt. Oh, schön niedrig. Schaukelt gut. Schaukelt gut. Sie sagten, glaube ich, dass der unkippbar ist. Unkippbar, hat er mir erzählt. Ja, das glaube ich ihm einfach, ohne auszuprobieren. Aber es ist wirklich ein gemütlicher Stuhl. Also er ist auch von der Funktion her wirklich angenehm. Man sitzt gemütlich drin. Ich glaube, man kann auch schön einschlafen. Und das Tolle ist, es gibt diesen Stuhl auch doppelt so breit. Genau. Dann für zwei Leute, für ein Paar. Dann kann man zusammen gemütlich darin sitzen und schaukeln. Der ist dann einen Meter breit. Und das finde ich auch super, aber den sieht man wirklich selten. Ich glaube, das Problem an dem Stuhl ist, dass wir rauskommen so ein bisschen. Weil man auch wirklich am Boden liegt. Genau. Ich probiere es mal alleine, ohne dass du mir hilfst, aber es müsste funktionieren. Ja, genau. Super. Was auch noch sehr spannend war, Panton hat ja sozusagen nicht nur die Grundform dieses Stuhls, dieser Schaukelbanane entwickelt, sondern er hat auch Stoffe dafür entworfen. In dem Fall ist es zwar leider kein Stoff von Werner Panton, sondern ein anderer Stoff. Rosenthal hat sich ja dann vorbehalten, das mit diversen Stoffen zu beziehen. Aber mit diesem Stoff von Panton
der dann natürlich auch ganz bunt ist, oder die Stoffe von Panton sind viel bunter und nicht so schlicht. Das entspricht schon wieder eher so einer gemäßigten Richtung. Genau. Ich denke mal, so einen Stuhl in dem Zustand müssen Sie, wenn Sie verkaufen möchten, 800 bis 1000 Euro bekommen. Schön. Also echt eine tolle Erhaltung, auch wirklich ein bequemer Stuhl, ich sitze da gerne drin. Haben Sie ein schönes Stück. Vielleicht versuchen Sie es auch mal im Schneidersitz und entspannen dort mal. Ja? Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Danke.